Okay. Ja, ich muss mich da erstmal auseinandersetzen mit der Aufgabe. Wie gesagt, das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Das sind Weltaufträge. Die hatte ich eigentlich nicht vorgehabt. Wir haben bei den Weltaufträgen echt viel zu tun, wirklich. Ich bin gerade am gucken. Ja, ich muss meine Abenteurerstufe auf 26 kriegen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste erstmal. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Bin gerade am Überlegen, oder machen wir das? Lass uns mal nach Liyue gehen. So, das ist Jans am Opus der Welt. So, dann sieht er nämlich auch mal Liyue. Wie gesagt, ich habe da echt ein paar Nachmittage wirklich im Off dran gesessen und alles freigespielt. Ich kann euch sagen, danach hatte ich echt Kopfschmerzen. Liyue ist übrigens auch sehr schön. Wollen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Geo-Archon, this is the only chance you'll get all year. Guess it's a good thing Venti brought it up earlier. Otherwise, we definitely would have missed this year's Rite of Dissension. Kennst du die genaue Zeit, Paimon? Might be today, might also be tomorrow. Look, we're already in Liyue, so let's go ask some of the locals. Oh, right. About the Geo-Archon, Morax. Did you know the Mora that we use is named after this god? But it's seen as impolite for people from outside Liyue to refer to the Geo-Archon by that name. So we should refer to the Geo-Archon by the name Rex Lapis, like the people of Liyue do. Rex Lapis. Okay, machen wir Paimon. Vom Lande mitten von Monolithen. Neuer Abschnitt. Unterhalte dich mit den Bewohnern. Na klar. Das machen wir doch voll gerne. Dieser Liyue ist auch echt schön. Hüchen, dürfen wir mal mit Ihnen reden, bitte? Herr Lin Lang? Frau Lin Lang? Oh ja, das erinnert mich. Isn't that today? Once a year, Rex Lapis bestows upon us his divine prediction, guiding us on how to run Liyue for the coming year. Last year, it was the Yuhang of the Liyue Qixing that was given the honor of asking for the divine prediction. Die Qixing-Fin von Liyue? Ooh, Paimon knows this one! Mon's status to freedom, as Liyue is to contracts. Liyue has a strong focus on business and trade. The Liyue Qixing, the seven leaders of the seven enterprises of Liyue, hold true control over Liyue. That's what foreigners always say. But true control over Liyue will always be held by Rex Lapis. The Qixing is comprised of mere mortals. Rex Lapis is a god. Mondstadt's god is nowhere to be seen, whilst our god is forever with us. Stay in Liyue long enough and you'll see. Given that you just left your godless city, it's time you experienced what it's like to be in a city whose god has walked with it through all of history. Wir kommen aus einer Stadt ohne. Okay. Wir beschweren uns gar nicht. You too wish to bear witness to the rite of dissension? Me too. We all do. As a businessman myself, how could I not take interest in Liyue's most important business trends? The 17 predictions given last year made more than a few ripples throughout the industry. What's more,
There's been a rumor going around that the Tianxue herself, Ning Guang, has been acting secretly in the shadows. She wants the rocks created by Geovision holders to be exempt from taxation. Wow, that's some super professional legal stuff, that is. To be on the pulse of the predictions and the market is what makes this harbor what it is. Among the seven, Rex Lapis is the oldest deity. His keen sense of strategy is well trusted among his people. Understanding the predictions as soon as possible can make all the difference in making your fortune. Okay. I'll catch up. Hello. Oh, are you also foreigners here for the Rite of Dissension? To think I've lived in Liyue all these years and never come to see this before. I guess it's like they say, locals never visit the tourist spots. I wish you well on your travels. Liyue always welcomes you. Thanks! Where do we go if we want to see the Rite of Dissension? You're not at all close. Not to mention that even if I gave you directions, as foreigners, you get lost along the way. So, better head to Yujing Terrace, to the high ground. Ah, okay. It's the highest place in the harbor. Sounds like the best place for trying to communicate with deities, no? Okay. Können wir hier durch? Kommen wir ja nicht rein. Okay, ich glaube, da müssen wir... Was tust du da? Someone needs assistance. I'll catch up. Ja gut. Okay, müssen wir einmal rumherum. Dann machen wir das. Wow. Okay, oh, hier bin ich noch gar nicht. Okay, das habe ich hier noch gar nicht gesehen. Upsala. Wow. Es ist echt so schön hier. Oh, herrlich. Auf der Karte ist das denn? Oh, tatsächlich war ich hier noch gar nicht gewesen. Ich habe mich eigentlich eher in diesem Bereich immer aufgehalten. Ey, müssen wir jetzt einmal hier rum? Wow, das ist aber ein Weg. Na gut, dann gehen wir hier mal hoch. Wie gesagt, das ist echt schön hier. Seidenblume. Habe ich auch ein paar schon eingesammelt. Die nehme ich gerade mal mit, ja? Mhm. Also ich habe natürlich schon ein paar davon gesammelt. Auf dem Weg hier durch die ganzen Dörfer und Städte und... Man kann ja nie genug haben. Oh, hier sind ganz viele Seidenblumen übrigens. Das ist der Bambus. Ja, hallo. Na, komm. Jetzt kommt da nichts mehr runter. Okay. So, ist da oben noch was? Da ist noch ein Bambus. Den kann ich vielleicht noch mal zerschlagen. Gut. Den können wir auch noch mal eben dran nehmen hier. Und dann gehen wir zur Zeremonie. Okay. Nein, du sollst nicht da hochsteigen. Danke. Wir möchten gern dorthin. Wenn ich. Also. So.
So, dann nehme ich mich mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Aber natürlich, klar. Bete an der Yujing-Terrasse und wünsch dir etwas. Okay, machen wir das mal. Es ist voll schön hier, oder? Wir sagen nicht, dass wir gerade ein bisschen den Bambus massakriert haben. Haben wir Weihrauch? Your first time in Liga? Actually, it's my first time to see the Rite of Dissension too. Ah, look, that's Miss Ningguang of the Liu Shixing. Only those who have control in Liu can preside over the Rite of Dissension. Ningguang haben wir selber. Oh yeah, not sure if you knew, but most of the Adepti appear in the form of various beasts. I heard that when attending these kinds of formal occasions, Rex Lapis himself appears as a celestial cross between two of Liu's ancient mythical creatures. Aha. Ah, sorry, oh, das I shouldn't gleich interrupt bestimmt your wish. Sehr interessant Please, werden bei der take Zeremonie. This. Okay. Und da hinten. Nächste Runde beten. Ist echt schön. Da hinten auf die... Oh, bist du wahnsinnig? Da hinten auf diesem Schiff war ich auch schon. Das habe ich mir ein bisschen umständlich gemacht. Ah, fragt bitte nicht warum oder wieso oder weshalb. Man hätte auch mit einem Bötchen hinfahren können. Hä, Boost. Oh, you also want a little Adepti luck too? Seems you know a lot. Making a wish during this time is sure to get you the blessings of both the Adepti and Rex Lapis himself. I've already made my wish, so you can take this. Great, thanks! Ich wünsche mir, dass ich bald meinen Bruder finden werde. Oh. Great! Now that we're all done with the wishing, guess we can just wait here for things to get started. Who knows how long that Miss Ningguang lady is gonna take? Ja, das stimmt wohl. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Oh, hier sind so viele Bambusse. Ihr wisst, was ich meine. Ah, das ist schön hier. Na, dann wollen wir mal, ne? Die sieht echt hübsch aus, ne? The hour is upon us. Wow. Okay. Sieht aber nicht mehr so freundlich aus. Oh oh. Okay. Ich würde sagen, das ist schief gelaufen, eventuell. Rex Lapis have been killed. Seal the exits. Das ist interessant. What's going on? Did she just say Rex Lapis is
Geo Archon is dead? Oh no! The Millilith! Looks like they're nabbing suspects who got too close! Paimon's freaking out! The killer is amongst us! Wait, we got close. Yeah. Are we suspects? Yes, das seid ihr. Wait, where are you going? Ein Gott war auch damals unser Gegner. Wir dürfen seinen Anhänger nicht in die Hände fallen. Ja. Wir dürfen aber auch nicht abhauen. Oh no, there's a whole bunch of soldiers out there too. Your identity. You may not be the killer, but we can't let them get you. But can we even get out of here safely? Wir müssen hier raus. Okay. Wow. Kann ich nicht irgendwie... Ernsthaft, wie soll ich denn hier rauskommen? Ach du Kacke. Ja. Doch überhaupt nicht auf, wenn wir hier so... Ich komme da nicht rauf. Okay, wir müssen uns jetzt ganz still verhalten. Scheiße. Ja, scheiße. Okay. Also bis dahin hat es ja schon mal funktioniert. Boah, verdammt, ey. Also... Also wenn der jetzt nicht da stehen würde, können wir nicht einfach irgendwie hier runter?